Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arcanum. Ich habe jetzt offscreen mal in Liams Werkstatt mein überschüssiges Zeug deponiert. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu der Elfenruine von Miss Pettibone. Die möchte ja, dass wir dort einen Grabstein beschaffen. Und jetzt sind wir eigentlich kurz davor, wieder ein Level-Up zu haben. Den hätte ich gerne onscreen, also im Video drin. Sieht so aus, als wäre das euer Ende. Niemand entkommt der molochäischen Hand. Es wäre besser für euch gewesen, wenn ihr den Absturz der Zephyr nicht überlebt hätte. Ihr bösig seid, ich euch umhauen. Naja, oder so ähnlich. Vielleicht kann ich sie ja überreden. Ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht kann ich euch ja irgendwie dazu bringen, zu vergessen, dass ihr mich gefunden habt. Wie könnt ihr es wagen, einen Agenten der Hand bestechen zu wollen? Das ist euer Tod, elender Wurm. Bitte, nein. Na gut. Ja. Du totig sein. Oh. Tja, wie war das? Und dann hier, Chakram, zack, zack. Den Rest schafft der gute Sock eigentlich alleine. Das waren drei, ich habe bloß zwei gesehen. Ich sehe jetzt hier aber drei Leichen rumliegen. Interessant, es ging so schnell. Also, Sock natzt die mittlerweile alleine weg. Oh, da gibt's Pilze. Miam, miam, miam. Gibt's heute mal Pilzsuppe zum Abendessen. Und dann, ui, ich bin schon wieder übergeladen. Und dann, und mal kurz abräumen. Den Pilz, den bekommt hier einer. Zack, so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, auch bei meinem ganz frühen Spiel durch, ja, habt ihr zwar heiß gebadet, halt, Elf, wenn ihr wollt leben und ihr uns geben Münzen, 200, die sind ja fast so intelligent wie Velaya. Und wenn ich nicht zahle, Münzen geben oder sterben, in Ordnung, hier gibt es die Münzen. Nein, natürlich nicht, wär noch schöner, was passiert denn, wenn ich auf ich habe keine 200 Münzen drücke? Dann ihr mit eurem Blut bezahlen. Naja, werden wir sehen. Also diese Ork, die haben schon ordentlich was auf die Pfanne. Da bin ich auch schon böse auf die Nase gefallen, vor allem früh im Spiel. Aber mittlerweile sollten die kein unlösbares Problem mehr sein. Wo ist denn noch der? Hier, stopp. Na? Der hat gar nichts. Gut, dann kriegt der die Schreckensrüstung und das Schwert. Ich sollte mal speichern. Jetzt werde ich nämlich gleich in der Elfenruine ankommen und ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich kenne die Quest nicht oder nicht mehr. Ich kann mich da zumindest nicht dran erinnern. Jo. Knapp vom Level-Up ist auch daneben. Und dann nochmal. Und auf geht's. Eigentlich ist, ich habe schon recht gehabt. Das ist der Einstieg in die Diebesgilde. Ich habe da jetzt nochmal nachgeschaut. Dazu müssen wir für Frau Pettibone tun, was wir tun müssen. Oh, und da stehen Elfen. Hm. Halt, was tut ihr hier? Nichts, ich schaue mir einfach nur dagegen an. Ich bin Archäologe, man hat mich hierher geschickt, um diese Ruinen zu erforschen. Genau. Erforschen, meint ihr nicht eher, er wollte unseren alten Begräbnisplatz plündern und schänden? Nein, ich habe gelogen, ich bin hier, um nach etwas zu suchen. Natürlich nicht, ich bin eine Frau der Wissenschaft. Ich bin hier, um diesen Ort vor dem Missbrauch durch Leute wie ihn zu schützen. Ich denke, ich bleib mal bei der Wahrheit. Ich bin hier, um nach etwas zu suchen. Was meint ihr mit nach etwas suchen? Eine reiche Dame aus der Gesellschaft hat mich bezahlt, um einen Grabstein zu holen. Da dachtet ihr euch, ich könnte einfach so hierher kommen und unseren heiligen Boden entweihen? Ich hatte ja keine Ahnung, ich brauchte doch das Geld, es tut mir wirklich leid. Sagt mir, wer sie ist und wir werden euch gehen lassen. Miss Pettibone, sie wohnt in Langston Road Nummer 21 hinterrand. Wir bleiben mal. Ich habe gedacht, wenn ich bei der Wahrheit bleibe. Okay. Hm. Probieren wir es mal. Ich speichere auf einem anderen Spielstand und entweder das klappt oder das klappt nicht. Werden wir sehen.
Oh, die hauen ordentlich zu. Moment. Wants you to steal the Elfen, bla blub. Nee, okay, so wird das nichts. Ich sehe schon, ich muss das anders angehen. Die Quest ist gescheitert. Muss ich mal die anderen Antwortoptionen suchen. Mit Ehrlichkeit erreiche ich wohl nicht das gewünschte Ergebnis. Ich dachte, die zeigen vielleicht Verständnis. Aber naja, sehr naiv, das zu denken. Tag. Neuer Versuch. Ich bin Archäologe, bla blub. Erforschen, wollt ihr uns zu plündern und schänden? Natürlich nicht. Ich bin hier, um diesen Ort vor dem Missbrauch durch Leute wie ihn zu schützen. Er tritt gegen die Leiche. Oh, das ist also kein Kollege von euch? Nein, mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun. Das war er, aber ich war mit seinen Ansichten nicht einverstanden. Das klingt doch plausibel. Glück für euch. Er und alle, die seine Ansichten teilen, sind unsere Feinde. Er wirft dir einen schrägen Blick zu. Ich schätze, ihr wollt, dass wir euch laufen lassen. Ja, dafür wäre ich dankbar. Sagt mir, was werdet ihr tun, wenn wir euch laufen lassen? Ich würde natürlich niemandem davon erzählen, was ich hier gesehen habe. Ich würde jedem erzählen, was hier geschehen ist, sozusagen als Warnung. Genau. Er hält einen Augenblick inne, bevor er antwortet. Ihr habt Glück, dass ihr eine ehrliche Person seid. Was? Das habe ich jetzt nicht schnell genug gelesen. Sorry. Wie hat sich das auf die Quest ausgewirkt? Gar nicht, oder? Ah, hier. Okay, versuchen wir es. Ich speichere aber auf einem anderen Spielstand, damit ich das notfalls wiederholen kann. Ja, wahrscheinlich würde ich in dem Fall das Video verwerfen und einfach ein neues Video auf. Hallo, stopp. Ja, kommt daher. Genau, so stehen bleiben. Und? Bumm. Ja, das tat weh, ne? Ja. Wer war das? Zombie? Wir gehen erst mal den rechten Weg nach rechts. Tja. Da sage ich mal nichts dazu. Die brauchen mich eigentlich gar nicht, die schaffen das auch ohne mich. Es wird Zeit, dass ich hier im Wurf wenigstens Experte werde, damit ich nicht ganz so hilflos bin. Ja, komm nur näher. Genau, du auch. Genau so ist gut. Und dafür gibt's doch Molotow-Cocktails. Bumm! Ich denke mal, was? Das ist der. Genau, das scheint mir knapp. Halt, stopp, lassen wir doch auch was übrig. Ja, jetzt gab's ein Level-Up. Kann ich in mindestens Geschicklichkeit 12 zum Aufsteigen? Ach nee. Ich dachte, ich könnte jetzt Experte werden. Ja, ist aber das nächste Ziel. Da muss ich jetzt drauf hinarbeiten. Das ist dringend erforderlich. Dringender als andere Baustellen. Deswegen erhöhen wir Geschicklichkeit. Und dann. Du bist ziemlich beladen, bla blub. Das ist doch was für Socki, oder? Nee, der hat. Ist er noch mehr beladen als ich? Stopp, Sock. Dein Hemd kannst du selber schleppen. So, das Ding bin ich los. Er kann tatsächlich das Zeug auch noch schleppen. Ich staune immer wieder. So, das. Und Belastung leicht. Der trägt einen Grabstein mit sich rum. Das macht dem gar nichts. Ich bin verrückt. Ich werd verrückt oder wie auch immer. Gott sei Dank haben wir den guten Sock da. Ich hätte sonst erhebliche Probleme. Moment, was ist das? Fass unverschlossen? Unidentifizierter Bogen.
Unidentifizierte Rüstung. Na, das nehmen wir doch mit. Ich nehme aber an, das ist so ein Bogen, wie man gelegentlich auch zu kaufen kriegt. Der schaut nämlich genauso aus. Dum-di-dum-di-dum. Ich hoffe, die Elfen, die sind dann friedlich, wenn ich rausgehe und hauen nicht auf den Putz. Verübeln könnten wir es ihnen nicht. Jo, genau. Warum mühe ich mich überhaupt ab? Sock schafft das doch auch ohne mich. Verschlossen? Ja. Ja, verschlossen ist verschlossen. Da kann man wohl nichts machen. Jo, damit, das hätten wir wohl erledigt. Velaya ist ja selber halb Elfin, aber gut, das ist der Einstieg in die Diebesgilde. Und wenn wir das nicht machen, kriegen wir keinen Kontakt zur Kontaktperson. Und dann. Jo, die haben sich verkrümelt, sehr gut. Der hat nichts zum Looten. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Jo, gut, dann haben wir ja die Mission eigentlich erfüllt. Ja, ihr wieder. Drei von denen, die könnten schon Ärger machen. Wir machen es kurz und bündig. Lieber würde ich euch anpieken und schauen, was dann euch herausläuft. Ein Molotöffchen gefällig. Bom! Noch eins. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten. Jawohl. Oh, ihr seid vielleicht ein tollpatschiger Tölpel meiner Treu. Schlagt Ja. mich nicht. Ja, gell, ich bin vielleicht ein tollpatschiger Tölpel, das ist aber auch schlimm mit mir. Sowas aber auch, also, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. La, 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 la. La, 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 la. So, das hat sich auf jeden Fall auch finanziell gelohnt. Das Kämpfchen hat ja sonst nichts. Nö. Irgendwelche Pilze, Tabak vielleicht. Nein, das wächst nämlich hier. Und dann weiter nach Tarant. Wenn man sich mal anschaut, wie schnell da die Tage und Nächte kommen und gehen, das muss ja ein riesiges Land sein. Gut, dann ab zum Miss Pettisbone, obwohl ich könnte erstmal den Schrott verkaufen, den ich mit mir rumschleppe. Wahrscheinlich das Gescheitste. Wäre irgendwie hilfreich, wenn man. Warte mal, ist da unten eine Haltestation? Das sollte ich. Ja, kann ich jetzt nicht, oder? Kann ich doch? Nee, da ist keine Haltestation. Sonst hätte ich mal mit dem Dampfzug darauf fahren können. Da doch, da muss eine Haltestation sein. Ich sehe am Laptop gerade auf der Karte, da ist eine eingezeichnet. Das werde ich das nächste Mal auch machen. Dann kann ich mir den Fußmarsch sparen. So, bis zum Morgen warten und rein da. Dann gibst du mir mal das Zeug da, die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Ding lasse ich dir als Ersatzwaffe drin. Sprich doch mal mit mir, hallo. Schließen wir einen Handel ab, Sir. So, und. Das war auf jeden Fall rentabel. Und du hast doch auch noch Zeugs, ne?
Nee, die war, das war eine unidentifizierte. Die verkaufe ich jetzt nicht. Das weg, das weg, das weg. Handeln und blub, blub. Und was hast denn du? Ja, genau, das Weinchen werde ich gleich brauchen. Verlassen auf Erstehung kostet nur noch 3.900. Eine habe ich schon. Die Langfristeste, das nehmen wir mit. Das da können wir verwerten. Das können wir verwerten. So. Und das bekommt sie alles. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir mal zu Miss Pettys. Warte mal, hat der Zwerg nicht noch was? Und nee, das habe ich schon abgenommen. Dann Miss Pettys bauen wir hier Langstenrot irgendwas. Jetzt wird sich das wahrscheinlich auf unseren Ruf auswirken. Wir haben jetzt noch 74. Der geht bestimmt runter. Bitte sagt, habt ihr das Gesuchte? Ja, das habe ich. Bitte schön, du zeigst dir den Gegenstand. Oh, ich bin jetzt so aufgeregt. Bitte gebt her, bitte gebt her. Wir hatten, glaube ich, einen Preis von 300 Münzen ausgemacht. Ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, Mr. Wilkes-Bär wäre ein Amokörper. Nee, das mache ich jetzt nicht. 300 Münzen. Es hat aber nicht viel Erfahrung gebracht für so einen Aufwand. Es ist ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Mit dem guten Tag. Dann, ach, ich habe jetzt ganz vergessen. Ich wollte ja. Egal. Hab ich vergessen. Das haben wir ja in der letzten Folge schon in Velaya Deutsch vorgelesen. So, und ich glaube, das ist jetzt. Dürfte ich nach eurem Namen fragen? Ja, mein Name tut nichts zur Sache, aber ihr seid doch Velaya, das Vögelchen, das Miss Pettisborn geholfen hat, stimmt's? Ich sehe, dass mein Ruf mir vorausgeeilt ist. Verdammt richtig, Madame, da gibt's einen Kerl, den ihr unbedingt kennenlernen solltet, heißt Thaddäus Mynor. Er ist der Kontaktmann des Untergrunds in diesem Gebiet. Der Untergrund? Das ist eine lockere Vereinigung von Dieben, jawohl, sorgt dafür, dass wir nicht in fremdes Territorium stolpern. Thaddäus hat immer die besten Jobs. Ihr solltet ihn aufsuchen. Sein Haus liegt an der Ecke Westral South in Quilton Bend. Ich werde ihm sagen, dass er euch erwarten soll. Ich danke euch. Glaube ich. Das war der Grund, warum wir das überhaupt gemacht haben. Jetzt haben wir den Kontakt zur Diebesgilde. Und ja, genau. Da gibt es auch Aufträge und mal schauen, ob wir jetzt schon einen kriegen oder wie das da läuft. Vielleicht läuft es auch anders, als ich das jetzt im Sinn habe, aber wir probieren es mal. Sie hat ja die Bissfertigkeiten, die sollten wir natürlich auch nutzen, die Talente. Ganz schöne Laufwege. Ach, da hätte ich auch mit dem Dampfzug fahren können. Mann, ich denke immer nicht dran. Ich sehe es nur auf der Karte, dass da unten auch eine. Hier, das da unten, das ist eine Dampfzugstation. So, ja, natürlich hier 10 Goldmünzen. Ich muss jetzt gehen und tschüss. Ich gebe eigentlich immer was, weil ich nicht weiß, was das für Konsequenzen hat, wenn man Bettlern mal nichts gibt. Es könnte sich rächen. Warte mal. War das jetzt hier oder? Das ist Poon, ne? Ja, das ist die Absteige von Poon. Die habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesucht. Aber ich glaube, da wollte ich rein. Aufmachen. So, genau. Ja, warte, Moment, stopp. Ich muss mich jetzt verabschieden. Wir wollen erstmal unseren Spaß, den hatten wir nämlich heute noch nicht so. Weil es nicht. Bisschen Mut antrinken und dann gucken wir mal, was sich hier ergibt. Hallo ihr da, also das ist ja mal ein Aufzug, der unseren Klatschspaß und Gesprächsstoff für Monate verschaffen wird. Das ist wieder eine Anspielung auf die Barbarenrüstung. Hallo Mr. Black, ich was fragen, ja? Er wirkt verärgert. Hört mal, Lady, ich habe keine Zeit für eure Störung. Wenn ihr Hilfe braucht, sprecht mit dem Ladenbesitzer. Ist das der da? Das ist Mr. Black.
Ja, gibt's etwas, das ich vorstellen kann? Wir mit Zeugs handeln. Wir haben nichts, was euch interessieren könnte, Madame. Lebt wohl. Wie war das mit dem Morcheln? Ich will lernen, wie Morcheln Leutens Morcheln. Klar. Ihr habt noch nicht das nötige. Okay. Mit dem Intelligenzquotient erreiche ich hier gar nichts. Also, schauen wir mal, dass die Gute wieder nüchtern wird. Bitte macht schnell, ihr zieht unerwünschte Aufmerksamkeit auf mich. Hallo, Mr. Black, ich habe einige Fragen. Er wirkt verärgert, ich habe keine Zeit für eure Störung. Sag mal, bin ich hier falsch? Irgendwie schon. Moment, Pausetaste. Ja, ich glaube, ich bin hier falsch. Das ist das falsche Haus. Moment. Mal durchblicken hier. Das hier. Ich glaube, ich will dahin. Probier mal's. Mehr als nicht richtig sein kann's nicht. Ich dachte, das wäre das Haus hier. Aber gut, so kann man sich irren. Und der heißt doch nicht Mr. Black, sondern Thaddäus Hühner oder so ähnlich. Moment. Ja, irgendwie so. Dann gehen wir mal da rein und reden mit dem. Jetzt nochmal Spiel speichern. Mut antrinken. Und dann Menschendieb. Moment mal, ihr habt doch Miss Pettispone so beglückt. Da seid ihr bei mir genau richtig, Miss. Ich will ihn gehören zu ohne Grund. Zu was? Das, was? Zu ohne Grund? Ach, Untergrund. Die Folge könnte dann wohl heißen der ohne Grund von Tarant. Gut, ich habe einen Job für euch, der euch den Status eines vollwertigen Mitglieds verschaffen wird. Aber bevor ich euch diesen ersten Job machen lasse, muss ich euch noch die Grundregeln des Untergrunds erklären. Was? Der Untergrund, die Untergrundorganisation der Diebe ist ein lockerer Zusammenschluss aller großen Diebe aus allen großen Städten, klar. Wir geben aufeinander Acht und sammeln nützliche Informationen über das, was in unseren Städten so vor sich geht. Wenn ihr Teil des Untergrunds sein wollt, das hat mich gerade da unten ein Lichteffekt irritiert. Wo war ich jetzt? Wenn ihr Teil des Untergrunds seid, dann gibt es in jeder Stadt einen, mit dem ihr reden könnt und der euch sagen kann, was ihr wissen müsst, zum Beispiel über Jobs und so. Dann ich gehe in Untergründig, wenn willen Geld dabei. Wir haben natürlich Interesse an allen größeren Jobs, aber das heißt nicht, dass ihr nicht auch ein bisschen die eigene Tasche arbeiten könnt. Aber wenn ihr einen Job von uns bekommt, dann haben wir das in der Regel auch ausbaldobert und dann kümmern wir uns auch um die Einzelheiten. Dafür verlangen wir im Gegenzug einen kleinen Anteil an der Beute. Was, wenn ich nicht willen? Oh, versteht mich nicht falsch, wir zwingen niemanden. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, könnt ihr einfach eures Weges gehen. Aber ich muss euch warnen, sprecht niemals davon. Egal, ob ihr euch nun anschließt oder nicht, wir müssen uns schützen, das versteht ihr sicher. Euch egal, wenn ich klauen Sachen so ohne Fragen euch? Warum sollten wir? Wie ich bereits sagte, haben wir ein Interesse an allen wichtigen Jobs und an die wichtigen Jobs kommt man nur durch uns. Aber natürlich kann man jederzeit einen Laden überfallen und so uns interessiert eher das große Geld. Fein, ich auch, ohne Grund, also Untergrund. Dass ich euch ein Angebot gemacht habe, bedeutet noch lange nicht, dass ihr dabei seid, Miss. Ihr müsst einen Job für uns erledigen, erst dann seid ihr Mitglied. Was ist denn das? Was ist das für ein Job? Na, also gut. Tarant hat eine ziemlich weit verzweigte Kanalisation, korrekt? Und was läge da näher, als diese Kanalisation dazu zu benutzen, an Orte zu gelangen, an die man eigentlich nicht gelangen darf? Das Dumme ist nur, dass man sich da unten so laut verlaufen kann. Wir haben schon ein paar Mal versucht, eine Karte anzulegen, ohne Erfolg. Meistens kommen die Leute nicht wieder. Ich mache Karte? Seid nicht blöd, Weib. Ich hab euch doch gerade gesagt, dass wir schon mehrere gute Leute bei dem Versuch verloren haben. Die Kanäle zu kartografieren. Was wir brauchen, ist jemand, der uns die alten Stadtpläne besorgt.
auf den Kalasistans eingezeichnet ist. Die Stadtwerte haben beschlossen, dass kein Unbefugter sie sehen darf. Sie glauben nämlich, dass sonst jemand etwas gar Schädliches damit anstellen könnte. Ganz schön liebes. Bei allen Göttern, ihr seid ja wirklich ein Schwachkopf. Ich habe ja ohnehin schon an eurem Verstand gezweifelt. Aber das ist schlimmer, als ich dachte. Tja, nun, ihr holen Pläne aus Rathaus. Ihr nix euch fangen lassen. Ich nicht willen, was? Fein? Fein. Habe ich den jetzt gekriegt oder habe ich jetzt abgelehnt? War es irgendwie unklar? Tateminor heißt er eigentlich. Tateminor sagen, ich könne sein Diebs ohne Grunze, wenn ich Raum einplant, von Kanaillens unter Tarantel aus Rathaus und ihn gehen tun. Und wie liest sich das als Quest? Angenommen, Tatterich, meiner Willen, ich hole einen Kater voran von Tarantel Kanaillens. Oh ja, da lässt sich was draus machen. Tatterich, meiner. Gut, das machen wir doch mit Vergnügen. Dann speichern wir das mal. Am besten als Speicherplatz 3. Aber ich glaube, das schaffe ich in der Folge nicht mehr. Ich könnte mal... Warte mal. Wenn ich ein Rathaus wäre, wo würde ich mich verstecken? Moment. Ich hab's. So, das ist da oben irgendwo. Da bewegen wir mal uns langsam dahin. Wie komme ich am schnellsten dahin? Ja, diesmal benutzen wir mal den Dampfzug. Und zwar da runter, dann ins Industriegebiet rüber. Ich bin mal neugierig, der ist wieder zugeschweißt. Ne? Die Hälfte der Kanaldeckel ist zugeschweißt. Hat ganz bestimmt nichts mit der Diebesgilde zu tun. Nö, nö, warum sollte es? Hallo? Hier irgendwo muss doch... Genau, das ist doch eine Dampfzugstation. Dampfzughaltestelle, Lagerhallendistrikt, Universität von Tarant. Ich denke mal, das ist... Hier. Stimmt das? Ja, stimmt. Sehr gut. Und das müsste das Rathaus sein, oder? Nein, das ist die Zoologische Gesellschaft. Das, dann ist es das nächste Gebäude. Ach ja, ich könnte mal wieder Nachschub an Molotow-Cocktails machen. 5. Weil ich doch neulich welche verbraten habe. 1, 2, 3, 5 und schon ist wieder Nachschub da. Sehr gut. Dann hier, Rathaus, Wasserversorgung, Saal der Aufzeichnungen. Na, ich mache mir mal ein Bild von der Sache, aber ich denke... Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Das wird jetzt nichts Scheiß mehr. Da müsste ich jetzt durchhecheln, wie blöd. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.